Von einer Achterbahn der Gefühle zu sprechen ist eigentlich eine Phrase, aber im Fall des deutschen Nationalspielers Christoph Kramer und seinem Einsatz im WM-Finale 2014 passt es dann doch zu gut. Der 23-jährige Spieler von Borussia Mönchengladbach war bei der Weltmeisterschaft bisher nur für wenige Minuten im Einsatz. Als ihm heute kurz vor Spielbeginn mitgeteilt wurde, dass der deutsche Sechser Sami Khedira sich beim Warmmachen verletzt hatte und er in die Startelf aufrücken sollte. Trotz der großen Fußstapfen, in die Kramer treten musste, machte er seine Sache zunächst unaufgeregt und cool. Dann kam Ezequiel Garay. Der argentinische Verteidiger checkte Kramer am Spielfeldrand um und erwischte ihn dabei voll mit seiner Schulter im Gesicht. Kramer blieb liegen, spielte noch kurze Zeit weiter und musste dann benommen von den Mannschaftsärzten nach draußen getragen werden. In der 31. Minute war das WM-Finale für Christoph Kramer also schon wieder beendet. Innerhalb einer knappen halben Stunde ging es für ihn von der Bank über die Startelf zur unfreiwilligen Auswechslung mit Verdacht auf Gehirnerschütterung. Auch das Netz reagiert umgehend auf Kramers Verletzung. Sowohl Glückwünsche als auch einige Witze, vor allem über sein weggetretenes Gesicht, wurden dort von den Nutzern geteilt. Auch Fotomontagen und Bilder des Charakters Kramer aus der US-Sitcom Seinfeld gab es bei Twitter einige zu sehen. Wir wünschen gute Besserung.